Hello, my friends, and welcome back to the Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Mit einem wunderschönen Anfang des Parts mit einem Blutmond. Ist das nicht toll? Schön. Es kann nicht schöner sein. Wenn ich jetzt Breath of the Wild gesagt habe, kommt der Blutmond. Also sobald ich das beim nächsten Mal sage, kommt auf jeden Fall der Blutmond. Aber ich möchte natürlich auch gerne diesen Spurtweilchen hier mitnehmen. Eine essbare Blume, die an Abhängen wächst und reich an wichtigen Mineralien ist. Mineralien. Als Kochzutat verhelfen diese zu einer verbesserten Laufgeschwindigkeit. Ich würde gerne nämlich, da hier der wunderschöne Blutmund kommt, natürlich Stahl am Berge. Ach, dieser Blutmund, das stinkt. Wirklich. Der stinkt. Hart. Der stinkt so. Lalalala. Das überspringen wir aber natürlich. So, das kann uns egal sein, weil es immer dasselbe ist, was da geredet wird. Dass wir uns hüten sollten, weil die Gegner wieder gespawnt sind und so. Und hier ist eine wunderschöne Meisteraxt. Oh, die sieht richtig cool aus. Die hat eine schöne Gravierung drinne. Gravur. So, was ist mit dir los? Wie ist es dir denn so gegangen? Hoffentlich gut. Falls du dich gefragt hast, was es mit dem Lied auf sich hat, dass ich am Stand. Nein, 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 nein. Nein, nein. Bitte geh mir nicht mit den Liedern auf den Sack. So. Ich möchte mein Pferd abholen. Wir waren lange nicht mit dem Pferd hier unterwegs. Ich will Schoki wieder haben. Ich will wunderschöne Schokolade hatte ich heute nämlich. Und das passt einfach. Ich will meine Schoki. Oh, ist das schön, wieder auf Schoki zu sitzen. Das ist so schön. Das ist so ein schönes Gefühl. Mit meinem Pferd wieder Dinge zu erleben und zu kämpfen. Ah, schön. So. Wobei ich natürlich nichts aufsammeln kann, sobald ich irgendwie was aufsammeln möchte. Das funktioniert leider nicht. So. Da auf dem Kopf ist wahrscheinlich kein Krog. Gehe ich mal davon aus. Und sonst Pech. So, ich habe ihr gesagt, dass ich auf jeden Fall, obwohl ich weiß nicht, ob der Schrein, der andere Schrein, sehr nah in der Nähe ist, weil den wollte ich eigentlich nicht machen. Aber das sind Leuchtsteine, also machen wir ihn doch. Ich glaube, der ist, glaube ich, direkt hier um die Ecke. Oder? Irgendwo oben ist er, halt oben. Wow, Pferd. Mit einem Pferd auf Gebirgen zu sein, ist nicht praktisch. Pferd laufen wir ein bisschen langsamer. Ich wollte eigentlich lang, aber mein Pferd scheißt mir einfach sonst was. Oh Gott. Da sind sogar schon Feuerflederbeißer. Heißen die so? Tatsächlich. Feuerflederbeißer. Cool. Hey, was geht? Ich möchte gerne dich umbringen. So, komm mir nicht zu nahe. Feuerflederbeißerflügel. Den hatte ich sogar noch nicht getroffen. Der Flügel eines Feuerflederbeißers ist eine Seltenheit. Es fühlt sich warm an und kann als Medizin halt verwendet werden. Und so, bei dir tue ich auch mal schön deinen Skelettbrustkorb. Hilfe. Hilfe. Hallo. Lasst mich doch in Ruhe. Ich wollte einen Schrein haben. Hier, Pferd, kommst du vielleicht irgendwie von selbst mit? Und suchst dir einen Weg. Wo ist denn jetzt der Kackschrein? Wo klebt denn der Schrein jetzt? Da sind viele Leuchtsteine auf jeden Fall. Ist der oben der Schrein? Muss ja. Mein Pferd ist tatsächlich mitgekommen. Was für ein braves Hotti. Das ist wie ein Hund, der folgt mir Schritt und Tritt. Mein Pferd will sogar noch mehr mitkommen. Aber leider könnte es nicht klettern, schade. Stellt euch mal vor, das Pferd könnte klettern, wie das aussieht. Krass, so mit den Hufen, so zack, zack. Boah, ich hab ein Bild. Geil. Der muss doch jetzt hier irgendwo hinter sein, oder nicht? Ja, der Sensor schlägt wieder. Er ist in... WTF. Wo ist denn der Schrein? War der nicht... Ah, hier. Ach ja, Schreine sind toll. So, der Tamur-Schrein. Den machen wir noch und dann gehen wir wieder zurück zu den Leuchtsteinen und dann
tun wir den Turm aktivieren und dann gehen wir zurück zum Sora-Dorf und geben die ganzen Quests ab. Das wird heute ein schöner Part. Geil. Also, nicht, dass die anderen Parts nicht schön waren, aber ihr wisst, was ich meine. Feuer öffnet den Weg. Ich glaube, an den Schrein kann ich mich auch erinnern. Wir haben ja Feuerpfeile, ne? Also richtig für... Ich nutze lieber Feuerpfeile und ich kann jetzt hier auch normale Pfeile nehmen, sehe ich sogar. Aber ich nehme mal normale Pfeile. Das Problem ist, ich wollte gar nicht abschießen. Ich kann hier auch... Kann hier auch einfach... Ach, geht auch so gut. Denn... Aber wo soll ich jetzt öffnen? Hier wahrscheinlich. Ja, okay. War nicht so doof gedacht. Erst das Ziel sogar schon. Ja, das kann man auch einfach wegsprengen, oder nicht? Wenn man total... Seht ihr? Und dann wäre man schon am Ziel, aber... Ja, da ist noch die Kiste. Okay, warte. Kein Bock, Pfeile zu verschwenden. Lol. Steinspalte, ein wuchtiges Geronenschwert aus massivem Metall. Er besitzt keine Schneide, aber es braucht auch keine. Lol. Wo es hintrifft, wächst kein Gras mehr. Natürlich habe ich aber keinen Platz. Das stinkt leider. Das ist richtig kacke, aber ich lasse ihn einfach da. Und das ist noch eine Kiste. Ja, ich kann den aber auch da einfach wegsprengen. Ist die Kiste magnetisch? Nö. Und ich kann jetzt einfach da hochgehen. Oder? Ja. Aber ich brauche die Kiste wahrscheinlich... Oder... Ah, da ist aber noch eine Kiste drin, ne? Die vor verschlossener Tür ist. Hier muss wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel sein. Und da ist sogar noch eine Kiste. WTF? Ich meine, dass ich hier das dann so quasi kaputt machen kann. WTF. Ist mir ja schon klar. Aber wie kriege ich denn jetzt den Schlüssel? Ist der noch im vorigen Raum drin? Das würde mich jetzt ja interessieren. Ich sehe aber auch nichts, wo hier was sein könnte. Okay, I'm confused, Leute. I'm richtig confused gerade. Brennen wir einfach mal alles nieder hier. WTF, warum hat das jetzt nicht gezählt? Hallo? Hallo? Wo sind wir denn hier? Warum funktioniert das nicht? Hallo? Ich fühle mich jetzt ein wenig verarscht gerade. Warum funktioniert das nicht? Ich meine, das ist ja an. Ach, da funktioniert es jetzt. Okay. Ja, aber ich frage mich gerade echt, weil hier ist ja eigentlich nichts, ne? Hä, wo ist denn der Schlüssel denn dafür? Okay, mir kann die Kisten, mir können die zwei Kisten eigentlich egal sein, aber später, wenn man wirklich 100% haben will, muss man ja diese Kisten da haben. Entweder übersehe ich gerade was richtig Offensichtliches oder... Ha. Ich habe jetzt auch keinen Bock, meine ganzen Pfeile zu verschwenden, deswegen. Vielleicht ist die, ist der Schlüssel vielleicht auch irgendwo hier komisch versteckt. Das wäre es jetzt, ne? Aber nö, so ein Schlüssel wäre ja meistens in meiner Kiste drin. Okay, ich lasse es einfach mal. Früher oder später gehen wir wahrscheinlich doch noch zu diesem Schrein und holen den. Allein wegen den Waffen müssen ja auch da raus, aber ich möchte jetzt keine Waffen wegwerfen oder so. Ich lasse ihn da einfach mal drin. Aber ich möchte jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden. Vielleicht, das kommt früher oder später, gucke ich das nochmal nach oder ihr schreibt es mir vielleicht in die Kommentare und dann sehen wir das ja vielleicht. So, da wären wir. Es ist mittlerweile Tag geworden, wie ich sehe. So, wo war jetzt, das war auf der anderen Seite, ne?
Mit den wunderschönen Leuchtsteinen. Vielleicht reichen die da, die da vorne gerade sind, auch aus, wenn das Leuchtsteine sind. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, sind's nicht. Aber ich nehme ihn. Ich will den nicht hoch... Oh, das ist ein seltener. Mit einem Topaz und mehrere Bernstein drin. Geil. Ich denke mal, ich muss einfach zurück zu meinem Pferd. Ach, ich kann ja hier hingehen. So. Ich will nicht meine wunderschönen... So, du hältst das Maul. Und den Arsch bringe ich einfach so um. Nice. Schön gekillt. Och, der hatte sogar Feuerpfeile. Willst du mich komplett verarschen? So stark sind die. Ja, die haben auch Feuerpfeile. Ohne Witz. WTF. Und da sind auch viele... Oh, ich habe jetzt... Reichen Feuerpfeile aus, um das da zu zersprengen? Okay, die Antwort hat sich mal geklärt. So, dann nehme ich doch mal den Leunenbogen wieder, weil der ja dreimal schießt. So, du brennst. Holy! Ich wollte gerade weggehen. Link. Du darfst doch nicht so langsam sein. Der hat einen fetten Spalter in der Hand. So. Aber ich habe einen Bogen und fühle mich richtig hart geil. Deswegen kannst du mich mal hart. Richtig hart. Mhm. Wenn ihr zu zweit kommt, mach's ich auf die Kacktour. Von daher, von einem Leunen, den ich umgebracht habe, habe ich diesen geilen Bogen. Ja, kann ich mal sehen. Ihr kleinen Penner. So, wo ist der andere jetzt krepiert? Ach, da hinten. Okay, ich bin gerade ein wenig... Hä, wo ist der Typ jetzt mit der Waffe? Wo ich hab... Hä? Bin ich gerade orientierungslos? Ich glaube schon, oder? Na, ich brauche die Waffe zwar eh nicht, aber... Okay, ich verstehe es nicht. So, und das sind diese wunderschönen Leuchtsteine. Ich brauche nämlich nur noch 4 oder 3. Egal, ich nehme einfach alle mit, weil die geben auch gut Money. Je mehr, desto besser. Bei 10 muss ich ja abgeben. Leider. So. Dann hätten wir das auch schon mal. Ja, gut. So, gucken wir direkt nochmal, was hier in dieser wunderschönen Truhe ist. Ach ja, hier sind ja auch noch welche krepiert. Hier sind ja auch noch welche krepiert, das stimmt ja. Das war jetzt nichts so Besonderes. Bitte keine Waffe. Bitte ein Schild oder ein Bogen wäre ganz geil. Ich habe mich sogar vorher gehört hier. Geil. habe ich noch einen Kackbogen? Dann nehme ich den jetzt halt weg. Und nehme dafür den Ritterbogen. Ich meine, der hat Stärke 26, das ist schon geil. Lass ich lieber nicht liegen. Falls nämlich wieder der Blutmond kommt und da wieder welche Lappen sind und ich die Kiste nicht mehr bekomme. Beziehungsweise doch, ich bekomme sie, aber dann muss ich jetzt mal die Lappen wieder umbringen und will ich nicht. So. Ach komm, Schrein, Porten, keine Lust. Wir können den Weg auch laufen. Beziehungsweise mein Pferd könnte mal wieder die Füße hier zu mir bewegen, eventuell. Pferd, kommst du? Kommst du von den Bergen da runter oder brauchst du Hilfe? Soll ich dich mit dem Kran holen? Wo bist denn du? Ach, es kommt einfach. Guck mal, wie es so schön runtergeht. Zack, zack. Stimmt, ich müsste eigentlich von meinem Pferd auch mal ein Foto machen, aber ich hab wieder nicht. Ich hab keinen Platz. Kann es nicht automatisch gelöscht werden? Und einfach ins Hyrule-Handbuch getragen werden? Nö. Jetzt einfach mal nicht. So. Das ist das Hyrule-Handbuch. Ich tatsächlich von meinem Pferd noch nicht. Oh, Pferd, mach's nochmal. Komm, schau mich gut an. Von meinem wunderschönen Pferd. Ist das nicht toll? So. Bist du im Hyrule-Handbuch, Alter? Voll geil. So. Dann können wir direkt wieder da hochgehen.
Und dann in Richtung Turm, Pferd, komm. Jetzt streng dich, jetzt heul nicht wegen ein paar engen Gassen rum. Ich dachte gerade, das wären irgendwelche Vögel, aber das sind Fuck. Diese warte mal, von dem müsste ich doch eigentlich auch noch ein Bild machen. Der Arsch ist ja leider wieder da. Ach nee, den hatte ich schon. Oh, Lappen. Diese scheiß Magis sind ja auch leider wieder da. Die bekackten Magis. Die ich so abgrundtief hasse. Auch wenn sie jetzt nicht so schwierig erscheinen, die haben mich so abgefuckt damals. Deswegen bringe ich sie auch immer ganz schnell um. So, gibt es einen normalen Weg fürs Pferd? Wahrscheinlich nicht. Da habe ich wieder einen Passant wieder geärgert, weil der wieder... Eigentlich lohnt es sich nicht, den umzubringen. Eigentlich nicht. Deswegen kann er mir egal sein. Tschüss. Ich muss in die andere Richtung. Nein. Ich kann mein Pferd da nicht mitnehmen. Hier, kriegst trotzdem eine rein. Tschüss. Hier, krieg... Okay, dann geh weg. Du kannst mir egal sein gerade. Weil den Passanten dann zu helfen, lohnt sich eigentlich nicht, weil die dann quasi K.O. liegen und dann euch nichts mehr geben. So, ein Pferd, ich glaube, die muss ich echt in hier lassen. Was eine Scheiße. Komme ich aber gut hoch? Ja, da. Dann fliegen wir mal rüber. Aber ich glaube, ich sollte lieber hier hingehen, weil sonst will ich schwimmen und absaufen. Und darauf hätte ich keinen Bock. Deswegen gehen wir schön mit den Eisteilen weiter. Deswegen, es bringt nichts, dann durchs Wasser zu schwimmen. Vielleicht mit der Sora-Rüstung wäre ich vielleicht etwas schneller, aber bevor ich da ein Risiko eingehe, ich glaube, das müsste reichen. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Deswegen schwimme ich lieber langsam. Naja, es wäre auch nicht so schlimm, wenn man absaufen würde. Aber das muss nicht sein. Dann würde ich, glaube ich, ein Herz, glaube ich, verlieren oder eineinhalb, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht so genau berechnet. Das muss nicht sein. Was ist da eigentlich? Es ist da so mitten auf dem Wasser. Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegnerlager. Aber das ist bestimmt eine Kiste, ne? Auf jeden Fall ist da so eine komische Kiste. Aber auch eine normale Kiste, die man öffnen kann. Bestimmt ist da ein Croc oder so. Ich will da nicht hin. Da sind scheiß Exalfos. Ich weiß nicht, ob da was Wichtiges ist. Deswegen können die mir gerade völlig egal sein. Tschüss. Ich lasse euch in Ruhe. Vielleicht bringe ich euch irgendwann mal um, wenn ich so richtig starke Waffen habe, wo die nur One-Hit brauchen oder so. Und dann sind sie einfach weg. Schön. Denk mal so, dass wir früher oder später so oder so hier öfters auch lang gehen werden. Weil alles habe ich auf jeden Fall sowieso nicht erkundet. Und ich möchte jetzt gerade sehr schnell, okay, schnell nicht, aber zügig voranschreiten. Und später dann alles auf Erkundung setzen. Weil ich Bock darauf habe. Ach, das ist noch ein Schrein. ETF. Hey, kannst du mal stehen bleiben? ETF, wo ist der? Du hast auch keinen Plan, wo du hinlaufen sollst. Was, ein Eldenstrauß tatsächlich. Okay. Noch ein Schrein. Ich komme gar nicht dazu, diesen blöden Turm zu aktivieren. Moment, ich markiere den mal. Aktiviere erst den Turm. Dann fliege ich nach unten zum Schrein und mache ihn. So. Ich will jetzt auch mal den Turm jetzt endlich mal und diese Karte hier, weil irgendwie dauernd im Schwarzen hier rumzulaufen, ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Ich meine, wäre auch kein Problem für mich, aber wäre auch irgendwie komisch. Dann kann man nie genau sagen, da bin ich gerade und das stört mich. Das stört mich ein wenig. Schrein ist in der Nähe, ja, ich weiß. Den ich markiert habe, aber... Oder ist jetzt hier noch einer? Das wäre es jetzt, ne? Ich glaube schon, WTF. Sag mir nicht, ist noch einer. Ist heute Schrein-Day? Schrein-Day, maybe. Weil ich denke, not. Nee, das ist der, den ich gerade, glaube ich, wahrscheinlich markiert... Oder? Okay, jetzt bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher. Ich bin mir not sure at the moment now. Please tell me. Hier sind auf jeden Fall wieder Hirsche und so. Den einen fetten da habe ich nämlich noch nicht. Den Berghirsch hatte ich nämlich noch nicht. Den fetten. Und diese Eichhörnchen auch nicht. Mann!
Komm her, du Scheiß. WTF? Zählt das noch? Nö. Diese blöden Teile, ey. Das kann doch nicht sein. Hatte ich schon diese Libelle da? Ja, das sind diese Glutlibellen, okay. Hier ist noch ein Schrein. Hier ist noch ein Schrein. LOL. Okay, heute ist, glaube ich, echt Schrein-Day. Den könnte ich natürlich jetzt machen, aber nö. Ich will als erstes den Turm, verdammt. Das ist ein scheiß Wächter. Ich glaube, den Turm zu aktivieren wird scheiße, weil da sind Wächter. Egal, YOLO. Gehen wir einfach mal hin, was soll's? Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir so egal. Ich möchte den Turm aktivieren. Den wunderschönen Turm. Deswegen können die Wächter mich mal hart. Hart. Wächterflieger. Ich könnte einfach hochklettern. Ich gehe nicht den offiziellen Weg, sondern ich kletter hoch. Dann sieht mich kein Schwein. Außer der Lappen da vielleicht. Hey, du kleiner blauer Bockblin, was geht so? Was machst du denn da? Wolltest du gerade ein bisschen fette Party machen? Tut mir leid, ich muss leider deine Party leider wegschmeißen. Tut mir leid. So, Stachelbock, Moblanze. Moblanze oder Moblanze? Okay, ich habe erst Bocklanze so ein bisschen gesehen. Du hast mich nicht mal gesehen. Verschwinde. Wahrscheinlich wegen den Lappen da, weil ich kurz verwirrt war wegen den Lappen. Ich lasse die scheiß Items jetzt mal da. Jetzt verpiss dich doch! Ich sag nicht, der bleibt da. Ich wollte gerade sagen, jetzt bleibt er stehen, ey. Ich will nämlich einfach hochklettern, mehr nicht. Oh, Junge! Da ist doch nichts mehr! Meine Fresse. Du kannst mich mal. Lass mich in Ruhe, du Sack. Ruinen der Akala-Festung. Akala, das sagt mir was. Ruinen. Coole Ruinen. So, ja, gehe ich den Weg hier lang, weil der ist bestimmt chilliger, auch wenn ich klettern muss, als wenn ich den offiziellen Weg gehe und dann mich irgendwelche scheiß Penner nerven. Habe ich jetzt mal so beschlossen, ja? Das habe ich so beschlossen. So, und der Wächter, der fliegt da wahrscheinlich irgendwie seine Runden und fühlt sich cool. Bleiben diese schönen Laser und ich hab sie nicht. Ich will auch Laser haben. Ich will auch Laser schießen und mich cool fühlen. Oder wie sie Leuen einfach teleportieren können. Das wäre auch so ein Ding. Ah, hier kann ich stehen. Oh, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich flieg sonst wohin. Ich wollte gerade sagen, Link rutscht wieder ab und fuckt mich ab. Aber nee, Link, diesmal bist du schlau und bleibst da einfach stehen. Das ist schön. Hier gibt's doch sicherlich irgendwo ein Kröckli, der sich irgendwo wieder schön hingepflanzt hat. Und sich geil fühlt. Mit Sicherheit. Moment mal. Warum sind hier Kisten, die magnetisch sind? Why? Please, tell me. Steh ich nicht. Ist da irgendwas drunter? Ich denk mal nicht, aber... Okay, steh ich nicht. Also die liegen ja manchmal hier irgendwo immer rum, aber verstehen tue ich es echt nicht. Warum die dort sind. I don't understand. But it's true. Ich wollte jetzt nicht komplett nach unten, ne? Das war jetzt nicht mein Plan. Aber wenn Link wieder schlau ist, bleibt er da oben stehen. Denn diese Felsen hier hochzuklettern ist chilliger, weil man da Pause machen kann, als wenn ich da geradeaus hingehen würde. Okay, Link rutscht nur ein bisschen ab, aber ich denke mir, das reicht da wieder, oben zu sein. Weil wenn ich, glaube ich, den Weg gegangen wäre, würden ja gewisse Gegner wie Bockblin oder Moblins oder gewisse Namen oder gewisse Monster mit dem Namen Wächter mir sehr hart auf den Sack gehen. Deswegen gehe ich diesen Weg hier lang. Und hier ist einfach so ein Soldatenschwert, liegt hier einfach rum. Habe ich das eigentlich schon fotografiert? Ich habe keine Ahnung. Ja, habe ich.
Hier einfach mal Waffen rumliegen. Das ist so viel halt. Jetzt liegt da noch was rum. Ja, ein Soldatenbogen einfach. Einfach so. WTF. Ist hier kostenlos zum Mitnehmen oder wie? Kostenlos einfach weggeschmissen zum Mitnehmen. Free, for free. Alles for free. Die Wächter haben doch echt ein Problem. Die könnten eigentlich die Wächter, wenn sie richtig schlau wären, über ganz Hyrule rumfliegen und könnten alle töten. Mit einem Laser. Stell dir mal vor, über die ganze Karte fliegen solche Penner. Oh, das wäre echt grausam. Schaffe ich das überhaupt? Ich schaffe das gar nicht. Ich hätte dahin gehen sollen. Ups. Denn das werde ich nämlich nicht schaffen. Komm, Link. Oh. So. Eine schwierige Geburt. Bis zu diesem Turm hier hinzugehen. Es wird auch schwierig, auch da weiterhin hinzukommen. Wo ich mich immer frage, wie ich das vorher immer geschafft habe. Oder vor dem. Das frage ich mich wirklich. Und hier sind auch Kisten und so. Und Glühwürmchen. Kisten und Glühwürmchen. Und Kanonen. Die man aber nicht wahrscheinlich... Ach nee, ich wollte gerade sagen, ich konnte gerade die Kanone nehmen, aber... Okay, ein Krog, so offensichtlich? Naja, ich habe ja mal gesagt, auch offensichtliche Krogs, wenn man denkt, oh, das ist ja eh nur so ein blöder Stein, da ist wahrscheinlich eh nichts drunter. Ich sag ja, das ist nicht zu unterschätzen. Dreht das doch nicht so kaputt? Ich lasse es lieber. Ist das der Schrein, den ich schon markiert hatte? Nö. Ich glaube, heute ist wirklich Schrein-Day. Guck mal. Außer den Grünen hier sind das alles Schreine. Welche soll ich denn bitte machen? Und dass es so spiralförmig da ist, auch nicht normal. Was geht denn ab? Naja, okay, ich kann mich halt wieder hin und her porten. Also nehme ich gleich den Schrein als erstes. Oh. Dann machen wir am besten im nächsten Part komplett Schrein-Day. Der liegt da so schön so, oh, chillig. Dann lass mich da mal weiter faulenzen und chillen. Und wir wollen jetzt endlich mal den Turm aktivieren. Ich komme da nicht mal zu. Und das stinkt. Oh, hier sind Gegner. Ich will die Akala-Turm, ist das. ETF. Ich will die Gegner gar nicht berühren und nerven. Deswegen lasse ich sie einfach da. Komme ich da nicht gechillt rüber? Nö. Ich will da wieder hoch. Hallo, was geht? Wie bin ich denn da vorher hochgekommen, da fuck? Der hat eiskalt Eispfeile, natürlich. Ich muss auf die andere Seite. Kannst du mal chillen? Hat er sich gerade selbst umgebracht? Würde mich nicht wundern. Würde mich echt nicht wundern. Ey, ich weiß nicht, wie ich vorher hier hochgekommen bin, ganz ehrlich. Wie habe ich das denn vorher alles gemacht? Also manchmal frage ich mich wirklich, ob ich echt nur Aufnahmepech habe. Ah, es sagt alles. Stirb mal. Geht jetzt alles weg? Nö. Okay. Oh Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt, ne? Geht das überhaupt? Ich will das da hin haben, verdammt. Wem ich das hier wieder das verarschen will. Ich möchte das Ganze ein bisschen drehen. Kann ich das drehen? Ich glaube nämlich nicht. Warum ist das so beschissen jetzt? Ich will das einfach nur da vernünftig haben, damit ich da rüberlaufen gehen. Ich kann auch eigentlich rüberfliegen. Eigentlich ist das völlig irrelevant. Alter. Aber irgendwie hat das doch einen Sinn.
Naja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Komm. Scheiß drauf. So. Irgendwie so erledigt. Ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Ach, du gehst mir gerade hart auf den Sack. So, die zerbricht eh gleich. Hier. Jetzt nehme ich deinen Knochenbockstock und schlag dich damit. Na, wie gefällt dir das? So, man kann schön eine Grütze da verrotten, Alter. Boah, ich check das echt nicht, ne? Aber ich glaube, hier bin ich, glaube ich, richtig. Alter. Dieser Weg, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Ohne Scheiß. Und der Wächter da stinkt, ehrlich gesagt. Jetzt wird es hier auch noch kalt. Also, ob das nicht schon genug wäre. So. Ich sollte vielleicht irgendwie... Na, okay. Klettern wäre doch irgendwie besser. So. Nein, nicht da direkt rein. Oh, Link! Halt! Der hat mich attackiert. Nein! Ich würde mal sagen, ziemlich angeschlagen. Boah, der hat mich auch so gekillt, hätte der mich. Was bist du denn für ein... Hallo, ich habe auch mein Schild. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie viel Damage der macht, bitte. Oh, ich habe hier sogar für eine Minute... 40! Komm, verzieh dich. Schön am Sterben. Ritterschild. 40, Alter. Den nehme ich auf jeden Fall mit, ne? Den nehme ich mit, den Schild. Und schmeiß das Scheißding mal weg, was mich kaum beschützt. So. So, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Ich wollte nämlich... Weil das, glaube ich, nämlich ging. Ich habe mich nämlich hier so hochgecheatet. Ja, das weiß ich nämlich. Ich habe mich nämlich hier so hochgecheatet. So, und bin dann von da aus einfach da hochgesprungen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Kein Plan. So. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Und wenn nein, dann Pech. Und wenn ja, cool. Ich weiß nämlich, dass ich mich so hochgecheatet habe. Oder halt normal rausgefunden habe. Das weiß ich auf jeden Fall. Das schöne Schwert, was da liegt. Das ist echt scheiße, wenn man einfach zu wenig hat. Und die ganzen Türme im Hintergrund. Ich will die alle aktivieren. Ich will alles. Ich will einfach so viel. Aber man weiß einfach nicht, was man als erstes machen soll. Weil einfach dann wieder was anderes kommt. Das ist einfach herrlich. Das ist schön. Aber dann ist wirklich im nächsten Part wirklich Schrein-Day. Und ich wollte ja eigentlich zum Sora-Dorf. Aber ich sag ja, es kommt dann wirklich fast einfach dazwischen. Hab ich ja schon gesagt. Gerade eben. Willst du einfach das machen und dann kommt einfach sowas. Kommen mir einfach Schreine wieder entgegen. Und ich, klar, ich könnte die auch später machen, aber ich kann auch später zum Sora-Dorf gehen. Und ich meine, zum Sora-Dorf gehen, die ganzen Quests einfach abgeben. Ich meine, das kann man immer und immer wieder. Ich meine, das ist jetzt nicht, was unbedingt eilt. Die Schreine eigentlich auch nicht, aber die Schreine will ich dann schon haben. Dann kann ich noch mehr Bewährungen machen und wenn ich dann bei der Statue bin, dann einfach noch mehr Herzen holen direkt. Das ist eigentlich, denke ich mal, schlauer. So, dann haben wir gegen Ende dieses Parts mit einem Wächter, der da oben gammelt bei uns, den Akala-Turm aktiviert und haben für diese Umgebung die schöne Karte. Und natürlich ein Teleportziel. Ach, schön. Es ist einfach schön, immer weiter voranzukommen, weiteres geschafft zu haben. Ah, das ist herrlich. Das ist so ein schönes Gefühl. Das ist so herrlich. Und das hier müsste, glaube ich, Part 30 sein, oder? Und hier haben wir erstmal so ein fettes Gebiet. Ja. Und da oben ist ein Totenkopf. Da wird auch irgendwas Interessantes sein. Weil mich interessiert diese Spirale da. Da war ich nämlich noch nie. Was ist das? Das will ich wissen. Was ist das? Aber da gehe ich noch nicht hin. Weil sonst kommen wir nie zum... Kommen wir nie weiter. Obwohl wir ja quasi in der Nähe wären. Sind das Pilze? Nein, das ist was ganz anderes, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Findet es heraus mit mir im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis bald.